Wer wäre über ein solches Geschenk nicht glücklich? Eine Zeichnung von der berühmten abstrakten Künstlerin Sonia Delaunay. Klein, aber fein. Was möchten Sie von den Experten jetzt wissen? Ich möchte wissen, dass es echt ist. Zweifel besteht immer. Grüß Gott. Hallo, ja, guten Abend. Eine junge Frau mit einem großen Popo. Was gibt's dazu zu erzählen? Also ich glaube, das ist ein Kostüm für Carnaval de Rio. Ein Kostümentwurf für Karneval in? Rio. Rio. Woraus schließen Sie Rio? Weil als meine Familie mir das Bild geschenkt hat, letzte August, sie haben mir auch ein Buch geschenkt über Sonia Delaunay. Ja. Und es gab eine Erwähnung von solchen Zeichnungen für Kostüme für den Carnaval de Rio in 1928. Okay. Ja. Und wo hat sie ihre Familie her? Weil Sie gesagt haben, Ihre Familie hat sie Ihnen geschenkt. Ja, meine Schwester hat das in Paris gekauft, in einer kleinen Galerie. Ja, aber da es ein Geschenk war, wissen Sie nicht, was der Preis war. Okay. Gut, also was wir sehen, ist eine junge Dame, die mit dem Rücken zu uns gekehrt ist, die durchaus im Sinne des Orphismus oder der abstrakten Malerei der 20er Jahre eine Vermehrfachung des Popos hat, nicht? Also wir wissen ja, dass Sonia Delaunay und ihr Mann sich vor allem mit abstrakter Malerei, mit Farben, mit Formen beschäftigt haben, die Dinge, Bewegung erzählen, über Bewegung erzählen, die das Verhältnis von Farbe, Form und untersuchen. Sie haben die Fragestellungen des Kubismus eigentlich erweitert. Der Kubismus ist ja zunächst von Georges Braque und von Picasso angewandt worden, auch von Juan Gris, auf Stillleben, auf Landschaften, auf eine Formzerlegung, die meistens in fast monochrom erfolgt, während Robert Delaunay und Sonia Delaunay, die seit 1910 miteinander verheiratet sind, die Farbe mit zu erschließen suchen, die Rhythmen der Farbe ins Bild zu bringen suchen, Simultankontraste entwickeln. Und diese Deckung der Farbe für den Kubismus im Orphismus, eine Bezeichnung, die wiederum von dem Dichter Guillaume Apollinaire stammt, nun anzuwenden auf Architektur und Stadtdarstellungen, aber auch auf Kostümbilder. Es gibt tatsächlich von Sonia Delaunay, der Name da ja auch drunter steht, Kostümbilder, die gerade auch von dieser Leitfigur des Kreises, dahinter steht die Sonnenscheibe, der Sonnenkreis, aber auch der Propeller, um quasi eine zeitgemäße Annäherung an diese Form zu gewinnen, eine Leitform zu entwickeln, der Kreis, der dann durchaus in Architekturdarstellungen und in Kostümbildern mit bestimmend werden kann. Also die Sonia Delaunay ist eine wirklich wichtige, teilabstrakte Künstlerin. Ich habe jetzt eine Frage, wieso ist dieses Bild in diesem Zustand? Sie haben es geschenkt bekommen, es gibt keinen Rahmen, Sie haben es nicht hängen. Warum haben Sie es nicht hängen? Weil ich habe das im August bekommen und ich wollte mir Zeit nehmen, vielleicht in ein Museum gehen, um das Richtige zu machen, um das zu konservieren, weil das Papier ist sehr besonders und sehr zerbrechlich, denke ich. Ja. Steckt jetzt hinter Ihrem Interesse auch, dass wir vielleicht über die Echtheit des Blattes sprechen sollen? Jetzt, wenn wir es uns anschauen, hier wird ein ziemlich altes Papier verwendet. Also das Papier selbst, so wie es ausschaut, dürfte wahrscheinlich aus der Zeit knapp vor oder um 1800 sein. Das Papier. Ja, verstanden. Dann wird hier eine Pastellzeichnung entwickelt, die für mein Verständnis in manchen Dingen ein bisschen unbeholfen ist. Hier geht es nicht um Abstraktion, sondern hier geht es um Schwung, Eleganz, Rhythmus, selbst eine abstrakte Malerin, wenn sie so eine Kurve malt, gibt es in dieser Kurve Spannung. Wenn sie drei solche Kurven nebeneinander setzt, gibt es eine Spannung, die
die einfach zu spüren ist. Wenn dann bei so einem Blatt dann so ein Stempel auftaucht, der nicht ganz zu lesen ist, aber dessen Inhalt darauf hinweisen soll, dass das jetzt auf jeden Fall ein Blatt von der Sonja Delaunay ist. Und zwar aus dem Jahr 19, glaube ich. Vom Sohn, denke ich. 25, nicht? Dann ist das für den, der sich ein bisschen auskennt, ein bisschen zu viel schon. Das alte Papier, der Stempel, die große Signatur für so ein relativ kleines Bild wie dieses. Und wenn dann dazu noch kommt eine künstlerische Qualität, die jetzt nicht überzeugend ist, um es so zu sagen. Das ist ganz hübsch, aber die Grandezza fehlt. Und eine Sonja Delaunay, die zu den großen abstrakten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts gehört, ich glaube, wenn die so irgendwas macht, hat das Grandezza. Und das fehlt mir hier. So schwer mir das jetzt fehlt, ja, zu sagen. Genau. Kommt es immer, wenn Sie schauen bei Sonja Delaunay, sind es immer Fallverläufe, die in diesen Kreisen zu sehen sind. Und das hat so eine gewisse Wiederholung, so eine Redundanz, die eigentlich ziemlich stumpf ist. Es sind dreimal die gleiche Form in verschiedener Größe. Und dann kommt noch was hinzu, der Stempel ist gerade schon vom Herrn Dr. Giese angesprochen worden. Welcher kunstsinnige Mensch macht auf eine Zeichnung, die von Sonja Delaunay signiert ist, auf die Vorderseite einen Stempel drauf? Das bedient Erwartungen, die Vertrauen in das Blatt setzen sollen seitens eines Laien. Dass er sagt, das hat jemand sanktioniert, aber jemand kunstsinniger würde das niemals tun. Das heißt, wir haben es hier mit großer, 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 großer Sicherheit mit einer Komplettfälschung zu tun. Noch einmal, altes Papier, Stempel, Riesensignatur und dann eine Zeichnung, die nicht dazu passt. Es tut mir wirklich leid, weil ein Blatt, jetzt sage ich es einmal so, wenn das okay ist, dann sind wir in einer Größenordnung preislich zwischen 12.000 und 15.000 Euro. Das würde ich nicht einmal mit 100 Euro mir bewerten. Jetzt, Sie haben gesagt, das ist ein Geschenk und da bricht mir fast das Herz. Aber die Idee des Geschenkes dahinter bleibt ja bestehen, nicht? Ihnen eine Freude zu machen. Wir können leider nichts anderes sagen. Daher danke fürs Zeigen. Und wir konnten einmal so eine Komplettfälschung zeigen. Und das ist auch etwas, was uns weiterhilft. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Enttäuscht? Ja, trotzdem schön. Ist ist schon mal ein altes Papier. Aber es bleibt bei Ihnen und Sie werden es trotzdem aufhängen. Ja. Ja, ich finde das schon aufhübschen.